Du sollst gar nichts sagen, Bianca, denn es ist bereits schon am Laufen. Du hast keine Chance. Ich habe dich mal gezeigt. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Ahorn Camp Stand. Du machst Marketing für die Firma Ahorn zusammen mit einer tollen Kollegin, die ist hinter mir. Werden wir gleich mal zeigen. Die meisten werden dich heute das erste Mal sehen. Du hast eben ein Video gemacht und hast gesagt, ich habe ganz schön viel Bullshit geredet zwischendurch. Aber es ging, oder? Also was heißt Bullshit? Man ist natürlich immer ein bisschen aufgeregt, wenn man das erste Mal vor der Kamera steht und steigt die Aufregung, aber du hast gesagt, ich habe es ganz gut gemeistert. Hast du definitiv gemacht. Und liebe Leute, gebt doch mal ein Like ab. Wenn ihr die Bianca cool findet, dann macht mal ein Like drauf. Abonniert auch mal German Television. Und dich kennen wir ja schon ein bisschen näher. Ja, du bist die Paulina Kaupmann. Ja, genau. Ich habe es einfach bei dir. Ja, ich brauche nur ablesen. Wir sind auf dem Karaman-Salon. Seid ihr zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Erstes Wochenende ist vorbei. Heute ist Mittwoch. Das heißt, wir sind im vollen Gange. Was total cool ist, unter der Woche hast du weniger Schaukunden, sondern du hast mehr Kunden, die ganz gezielt hierher kommen und dann auch mal einen Vertrag unterschreiben. Man kann hier auf der Messe kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Kaufen hier bei uns vor Ort oder bei Ahorn Rent auch direkt mieten. Boah, habt einen Riesenstand. Ist der größer geworden dieses Jahr? Nein, der ist jedes Jahr genau gleich. Genau gleich, ja. Wird nicht geändert. Ja, und erstmalig etwas mehr Verstärkung. Komm ruhig mal runter zu mir und dann sehen wir mal. Es wird ja gesagt, dass Kastenwagen grundsätzlich so etwas so die sportiveren Leute angeht oder die meinen, sie wären noch sportiv. Die weiße Ware, das ist dann eher so das, was vielleicht der Vater oder der Opa fährt. Aber hier so ein Kastenwagen, der wär auch für dich schick, oder? Ja, definitiv. Also man merkt, dass die junge Generation verstärkt an den Kastenwegen interessiert ist. Aber ich muss sagen, wir haben hier auf der Messe auch sehr viele ältere Personen, die teilweise schon in Rente sind und mit den Kastenwegen liebäugeln, weil sie sich dann auch verkleinern wollen und das Konzept einfach total super finden. Ja, ihr habt ein bisschen aufgerüstet, damit das Ganze auch schön aussieht. Habt ihr viel Dekomaterial hier reingemacht? Hier liegt eine Bettdecke drauf, so dass man direkt hier drin einsteigen möchte. Ja, wer hat sich denn um die Deko gekümmert, um die Auswahl? Die Deko-Queen bei uns bei Ahorn Camp ist natürlich Paulina. Du bist die Deko-Queen. Ja, genau. Die Aufgabe ist in meinen Schoß gefallen. Sehr schön. Also das ist aber eine tolle Decke, die hier drüber ist. Können sich die Leute, das Feeling wird doch stark erhöht, stark verbessert, wenn du reinkommst. Ja, das auf jeden Fall. Dafür ist unsere Deko ja auch da. Dafür ist sie da. Ja, das ist aber nicht dabei beim Auto, oder? Leider nein. Aber wir haben wunderschöne Ahorn Camp Bettwäsche, die man bei uns im Merch-Shop bestellen kann. So, kleiner Hinweis hierzu. Ihr habt aber auch ganz neu, ich weiß gar nicht, waren die auch im letzten Jahr mit drin, so Schienen mit drin, da kannst du das Licht verstellen. Die sind dieses Jahr neu. Das ist hier ein Modell aus 2024. Und das gesamte Innendesign, vor allem jetzt auch die Lampen mit dem Schienensystem, die sind jetzt neu dazugekommen. USB-Steckdosen kannst du an jeder Stelle dran machen? Genau, wenn man nachts noch am Handy ein bisschen rumspielt, dann kann man es auch direkt weiterhin aufladen. Ja, meine Tochter guckt abends immer eine Serie mit B auf Netflix. Kennst du die? Es gibt so viele Serien. Bridgerton. Bridgerton? Hast du schon gesehen? Da bin ich leider raus. Das ist nicht so mein deine Genre. Nee. Okay, was siehst du gerne bei Netflix? Ich gucke mir tatsächlich sehr gerne Dokufilme an, natürlich deine YouTube-Videos. Oh, Schleim. Das ist so. Das Fahrzeug steht auf Gas. Komm, wir machen hier weiter. Da sind wahrscheinlich die Gasflaschen drin, oder? Genau. Hier kannst du nämlich eine Gasflasche ganz easy verstauen. Eine nur. Das heißt, das Fahrzeug steht auf Dieselheizung? Genau. Aber das Fahrzeug verbraucht generell nicht so viel. Also mit einer großen Gasflasche kommst du sehr lang aus. Und wir haben jetzt schon sehr viel von Kunden gehört, dass sie auch mit einer kleinen Gasflasche reisen. Ewig. Weil sie damit ewig auskommen. Ja, man kann sogar eine kleine machen. Also diese nicht die 11 Kilo, sondern die 5 Kilo oder so irgendwas genau, reinmachen. Genau. Die ist nur zum Kochen da eigentlich, oder? Ja, genau. So, dann machen wir zu. Und ein schönes Detail ist direkt daneben, das schwarze Ding. Was kann das? Sollen wir mal reingucken? Das ist die Außendusche. Genau, ja. Wenn man draußen irgendwie vom Strand kommt oder einen Hund dabei hat, der ein bisschen dreckig ist, dann kann man hier draußen dann auch sich ein bisschen abduschen. Ja, es gibt ja für das Fahrzeug sehr viel Zubehör. Unter anderem kann man hier so ein Heckzelt im Zubehör oder auch bei euch bestellen.
das kann man sehr leicht anbringen und damit kann man den Wohnraum noch mal ein bisschen erweitern und könnte außen duschen, wenn man zum Beispiel frei steht. Ja, das ist ja bei vielen Leuten auch der Fall, dass du mit deinem Sohn mal unterwegs bist oder deinem Mann und ihr stellt euch einfach mal irgendwo in den Wald rein. Ich komme gerade aus Kanada, da geht das sehr gut. Ja, das hat wirklich super Vorteile, gerade wenn man auch sandige Füße vom Strand hat oder matschige Gummistiefel, dass man das dann kurz abbrausen kann, Hunde abbrausen kann und dass man dann sauber in den Campervan einsteigen kann. Das Ganze kann man rausnehmen, das sage ich mal gerade. Das ist eine ganz leichte Alu-Konstruktion, die hier drunter ist. Und da kann man auch so einen ganz kleinen Umzug machen oder vielleicht ein Motorrad, ein Fahrrad mitnehmen. Ja, genau. Eigentlich sind das hier auch zwei Längsbetten. Das haben wir gerade vergrößert, um zu zeigen, dass es auch ein großes Doppelbett sein kann. Deshalb, man kann es aber auch hochklappen und ja, wie du bereits gesagt hast, einen Umzug machen. Das ist der Keil drin, gell? Genau. Und hier kannst du das hochklappen und dann hast du hier überall Freiheit. Ihr habt ein schönes Design jetzt auch gewählt, was die Holzfronten angeht. Also das ist so ein textiles Design, sehr im Trend. Ja, wir wollten wieder auf die moderne Schiene aufspringen und das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben wieder sehr helle Elemente im Campervan, das heißt, unsere Campervans sind modern, freundlich, aber haben auch wieder Holzelemente eingebaut, um wiederum die Naturverbundenheit einzubringen. Schön, die 24er mit viel Natur, Brauntöne, je nachdem. Hier sind die Originalfenster drin und natürlich Rahmen, flächenbündige Fenster drin. Das ist sehr schick und die Windgeräusche sind ein bisschen reduziert. Das Silber, ich kann mir vorstellen, das kommt gut an, oder? Ja, Silber ist schon sehr beliebt, generell aber auch farbige Fahrzeuge bei uns. Aber Silber auf jeden Fall eines der Vorreiter. Ja, Silber ist, naja, ist halt schlicht, aber zeitlos. Kannst du nicht so viel falsch machen, wirkt unglaublich edel. Wir haben aber generell noch andere Farben. Das heißt, man kann auf jeden Fall sich noch mal ein bisschen austoben und kann sich das Fahrzeug auch zum Beispiel in einem klassischen Schwarz bestellen oder auch zum Beispiel in einem Graublau Metallic. Hier sieht man, das Aufstelldach ist hier mit dabei. Das heißt, du hast noch eine Option mehr. Da oben können zum Beispiel Eltern schlafen. Genau, das ist wie gesagt unsere Modellneuheit, der Campervan 620 Plus. Das heißt, wir haben jetzt dieses Mal ganz neu ein Aufstelldach mit drauf. Vier Erwachsene können somit ganz bequem mit dem Campervan verreisen und auch schlafen. Boah, ist der schick. Guck mal hier an der Seite, das sieht fast aus wie so ein Zugabteil. Also unglaublich modern. Das heißt, diese Rahmenfenster, die jetzt drauf sind, stehen im Auto unglaublich gut, oder? Ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Und es sieht nicht nur schön aus, sondern es ist natürlich auch funktional. Was ich gemerkt habe, wir sind mal Probe gefahren, die Fahrzeuge sind sehr leise geworden, der Möbelaufbau rappelt nicht mehr. Es ist alles, ich glaube, die Leute sind sehr anspruchsvoll geworden, was so Innengeräusche angeht, gell? Ja, das haben wir auch mit verschiedenen Sachen gelöst. Unser neues Designkonzept mit den Pushlocks innen drin von den Schränken, das heißt, es ist sehr, sehr leise, da klappert nichts. Und oder wenig, kann man es ganz wenig. Ja, wenig. Natürlich muss man die Sachen auch gut verstauen. Genau, und das Fahrzeug kannst du natürlich auch als Automatikfahrzeug bestellen. Das heißt, du kannst dann bequem in den Urlaub reisen und musst auch nicht schalten, wenn du nicht magst. Viele haben das Fahrzeug als einziges Fahrzeug. Ist zwar ein bisschen länger, aber die gehen hin, wir sind eh dauernd auf Reisen, da brauche ich nicht noch ein Auto. Und das ist natürlich so ein Campervan, der erfüllt das. Das heißt, man kann unterwegs sein. Wenn du mal kurz mal die Tür aufmachst, du hast eine eigene Tür hier drin. Das ist so richtig auch natürlich auch die Sicherheit, die du von so einem Fahrzeug hast. Bedeutet, sollte es mal zum Crash kommen, du hast die Original-Stahlzelle außenrum. Das ist vielen auch wichtig. Genau, wir bauen ja wie gesagt ausschließlich auf Renault. Und da ist die Sicherheit gegeben und wir sind sehr zufrieden mit den Chassis und unsere Kunden natürlich auch. Also Crashtest, wir haben eine komplette Stahlkarosse außenrum. Sollte es mal zum Heckaufprall kommen, dann ist das, ich sag mal, nochmal ein bisschen stabiler wie natürlich so ein Holzaufbau, der hinten drauf ist oder ein GFK. Und das Ganze hat eine Toilette mit drin, hat eine Dusche mit drin. Das erwarten die Leute, glaube ich, auch, dass man unterwegs duschen kann. Ja, du kannst auf jeden Fall mit unserem Van 620 Plus autark reisen. Kannst auch gerne mal auf einem naturnahen Stellplatz stehen und mal ein, zwei Tage ohne Strom auskommen und einfach nur die Natur und die Landschaft genießen. Hier unten siehst du die Bodenfreiheit. Der hat eine schöne Bodenfreiheit, dass auch mal ein schlechterer Weg, wie ein Feldweg und so weiter, der kann auch befahren werden. Das Fahrzeug selber ist natürlich auch bei Handwerkern im Einsatz. Sehr robust. Biturbo, der Motor, selbst der mit der kleinen Maschine, der geht unglaublich gut, oder? Ja, geht super. Ich bin selbst auch schon damit gefahren. Macht Spaß. Echt? Gut. Ja. Komm mal mit. Das Schöne ist,
Ihr habt ein LED-Tagfahrlicht, ja, das ist, gibt dem auch nochmal so ein nettes Design. Und überhaupt das Frontdesign, da gab es den Facelift vor, ich glaube, 2 Jahren, sehr schick. Ja, genau, finden wir auch. Auf jeden Fall sehr, sehr viel moderner und sehr viel ansprechender als davor. Das Logo ist jetzt schwarz, habe ich gesehen bei euch. Also das, der hängt vom Modell ab, oder? Genau, in den neuen Modellen haben wir verschiedene Beklebungen, verschiedene Farben. Das wäre jetzt genau dann auch im Angebot ab dieser Saison. Also Aaron Camp, das siehst du auch hier vorne direkt am Einstieg. Da ist so ein Designelement mit drin. Hier kann man den Tisch, der drin ist, nach draußen bringen. Genau, den Tisch kannst du ganz easy aushängen und hier befestigen. Das heißt, du musst gar keinen Campingtisch nochmal zusätzlich mitnehmen. So, wir gucken mal auf den Grundpreis, was hier kostet. 53.800 Euro, das ist ein richtiges, tolles Angebot. Dazu gibt es ein Messeangebot. Geht ruhig mal beide rein und vielleicht setzt du dich mal in die Sitzgruppe rein. Und du mal auf den Fahrersitz, liebe Paulina. Da sieht man mal schön, die Mädels könnten ja auch mal jetzt nach Ostende reisen. Ja, dann könnten wir ja mal verhandeln mit der Geschäftsführung, dass ihr mal so 3-4 Wochen mal auf eine Testreise geht, mal eine Kamera mitnehmt, ein paar Instagram-Fotos macht. Was hältst du davon? Finde ich sehr gut. Wir hatten schon darüber gesprochen gehabt, dass wir das gerne mal machen würden, zu zweit zu verreisen mit einem Ahorn Camper Van. Wer kümmert sich denn um deinen Sohn dann? Mein Mann. Ah, habe ich mir gedacht, ja, dass er das war. Nee, Spaß, er hat viel zu tun. Also mal 2 Wochen wegfahren, das ist schon viel Arbeit. Was hat man denn so im Marketing so zu tun? Was kommt denn jeden Tag so ein bisschen auf den Tisch? Also wir haben natürlich unsere normalen Aufgaben, für die wir zuständig sind. Ich bin zum Beispiel für die Website zuständig, für Social Media ist Paulina zuständig. Wir teilen uns die Kooperation. Und dann haben wir natürlich die ganzen Events, die Messeplanung und so weiter. Also es ist jeden Tag spannend, es wird nie langweilig, aber es macht sehr viel Spaß. Ist auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, es passiert immer was du eben gesagt hast, dass es nicht langweilig ist. Das war dir wichtig. Was hast du studiert, gelernt? Weil die Leute kennen dich noch nicht. Die Paulina kennen die schon. Ja, ich habe tatsächlich Politikwissenschaft und Soziologie studiert und bin dann nach dem Studium ins Marketing dann reingerutscht. Hatte aber vorher schon mal einige Berührungspunkte gehabt und ich bin generell ein sehr kreativer Mensch. Und deswegen passt der Beruf auch sehr gut zu mir. Und du hast auf der Uni schon mal Vorträge gehalten und Präsentationen? Nein, tatsächlich nicht, aber ich hatte mal einen Kurs gehabt. Das merkt man. So, wenn du mal gerade so lieb bist, aufs Bett mal drauf gehst und dann sieht man sehr schön den breiten Einstieg, den du hier hast und die Längsbetten. Das ist natürlich unglaublich beliebt bei den Deutschen, oder Paulina? Ja, das auf jeden Fall. Also die Längsbetten sind auf jeden Fall auch sehr gefragt. Und wie gesagt, man kann es ja wieder zum Doppelbett zusammenbauen, wenn man mehr Platz haben möchte. Erweiterung mit der Matratze. Das heißt, ich habe hier jetzt eine größere Liegefläche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Paulina verreisen würde, würde Paulina hier liegen und ich würde auf der anderen Seite liegen. Und wir hätten alle unseren privaten Bereich. Und du könntest sogar noch was dazwischen hochziehen, wo du dann morgens zur Paulina über die Barriere guckst. Ja, vielleicht, wenn Paulina dann anfängt zu schnarchen, ist das eine Option. Ich zeig mal gerade das Gesicht. Kann ja mal passieren. Also ich meine, du kriegst es ja selber gar nicht mit. Ja, meine Tochter meint immer, ich schnarche. Ja, das ist so der... Was Schönes auch, das haben wir gerade eben gezeigt, wenn du es mal gerade anhebst, das erweitert natürlich nochmal den Raum. Wenn jemand nur mal eben frühstücken möchte, dann hat er mehr Bauchfreiheit hier an dem Tisch. Auch der Tisch ist neu, oder? Oder nicht? Also generell diese das Funktionale, das ist genau gleich geblieben wie genau aus der letzten Saison, weil das einfach gut angenommen wird und genau. Das Polster hier, das auch Aaron bezogen, da habt ihr auch nachgelegt, das ist nicht original, oder? Ja, genau, das ist unser Ahornpolster, das ist auch in diesem Jahr in neuem Design erschienen und das wird dann, genau, das ist unser Sitzbezug. Guck mal, hier vorne die Rückfahrkamera ist genau an der Stelle, wo man sie erwartet, am Rückspiegel. Ja, passend. Sehr schön. Also da ist nämlich auch die Automatik mit drin. Und liebe Bianca, geh doch mal bitte in die Dusche rein, dass wir mal sehen. Ja. Denn dieses Fahrzeug hier hat ein komplettes Duschbad. Bisschen kleiner wie eben bei dem Heckbad. Bisschen kleiner, aber dafür haben wir ja auch ein kompaktes Fahrzeug. Aber das ist völlig ausreichend, um sich frisch zu machen und in den Tag dann starten zu können. Hier haben wir auch eine Toilette. Das heißt... Ein Waschbecken? Ein Waschbecken haben wir auch. Wo denn? Wir können uns hier... Nämlich, Moment. Ha, jetzt habe ich sie einmal. Denn ihr habt es nämlich versteckt, du weißt das ganz genau. Ihr habt ein Klappwaschbecken drin. Genau, sag mal, Paulina, könntest du uns mal kurz helfen mit dem Licht, dass wir einmal ganz kurz das Licht aktivieren hier in der Dusche? Da ist es mit drin. Ist nicht an. Ist nicht an. Mach die...
die Paulina mal kurz an und dann kann man es aktivieren. Langt dir das zum Schminken hier? Ja, vollkommen. Also du siehst, das ist ja ein Riesenspiegel. Man sieht sich auch fast komplett hier und kann sich in Ruhe frisieren, schminken, Zähne putzen, duschen. Und ich schmink mich dann hier vorne. Du legst ja vorne. So, und wenn der Sohn mal aufs Klo geht, dann kann man den hier sogar mit dem Deckel benutzen, diesen Sitz, um ihm Schuhe anzuziehen oder ihn auch mal abzuduschen und so weiter. Ich glaube mit drei duschen die noch nicht selber, oder? Oder doch? Ich helfe ihm natürlich, weil da ist ja noch die Rutschgefahr. Aber er duscht und badet tatsächlich sehr gerne. Er ist eine kleine Wasserratte. Eine kleine Wasserratte. Guck mal hier unten. Da ist für die Wasserratten auch ein kleines Lattenrost drin. Das kann man rausnehmen zum Duschen, Paulina. Dann wieder reinlegen. Dann haben die folgenden Leute dann keine nassen Füße. Ja, das stimmt. Schön. Was ist hier drin eigentlich? Das sieht aus wie ein Kleiderschrank. Aber, warte, ich guck mal gerade runter. Ja. Ich glaube, das Ding kann man unten rausnehmen, gell? Genau, wenn man irgendwas Längeres hat, längere Bluse oder ähnliches, kann man es rausnehmen und dann wird es nicht knitterig. So, kommen wir mal zum Thema Küche. Erstmal vielen Dank dir, dass du bist ein Meter, was warst du nochmal? 1,65 Meter. Plus Schuhe, also sagen wir mal 1,68 Meter im Moment. Und da hast du denn wirklich ein tolles Kochfeld. Was mir an dem Kochfeld unglaublich gefällt, ist, dass wenn dann wirklich mal die Milch überkocht, ja, kann man es direkt in das Spülbecken ausreinigen. Genau, das stimmt. Und generell ist auch das Kochfeld sehr leicht zu reinigen mit dem Edelstahl. So, wir haben gerade mal die Deko zerstört, deine Deko, Paulina. Aber davor sieht man es ganz gut, das hier kannst du rausnehmen und kann hier ordentlich sauber machen. Überhaupt sind eure Fronten mittlerweile sehr, sehr clean, also zum Reinigen. Du hast jetzt nicht mehr so viele Überstände und so weiter. Man kann gut drüber wischen. Viel indirektes Licht, Paulina. Das fällt mir gerade auf. Also die Stimmung hier, wenn du abends mal Fernsehen guckst, hier oben mal das indirekte Licht anmachst. Ich glaube, das kommt bei vielen bei den Messen nicht rüber, weil die noch eine Messebeleuchtung reinhängen. Ja. Ist die hier auch drin? Ach, tatsächlich haben wir hier heute keine. Sehr schön. Ja. Das freut mich nämlich, ja, weil das Fahrzeug ist an sich schon so hell, muss man sagen, dass also du keine Not hast, hier dich... ja, wohlzufühlen in dem Fahrzeug. Man kann es aber auch ausmachen hier oben. Also das siehst du hier. Da ist der große Spiegel, den habe ich eben vermisst. Guck mal hier. Genau, Paulina hatte gerade gesagt, solange ich mich dann im Bad am Wochenende fertig mache, können sie sich hier draußen schminken. Und wir können natürlich auch unsere Outfits checken, weil das ein Ganzkörperspiegel ist. Guck mal hier unten, da sind große Schubladen. Und da kann man unglaublich viel unterbringen. Meistens viel zu viel. Und da ist eine Isolierflasche drin. Eine Ahorn Camp Lurchflasche. Und unten drunter Töpfe und Pfannen und hast du nicht gesehen. Genau, also wieder sehr großzügige Schubladen. Wo man mit Softclose, sehe ich gerade. Der Boden ist weiß, ein bisschen Holzoptik mit drin. Wenig Holz, muss man sagen. Also wenn dann helles Holz, was du hier verwendet hast, da kommen nochmal diese textilen Oberflächen drin. Das ist aber kein Stoff hier. Das, wenn du mal gerade den Leuten beschreibst, wenn du kurz rauskommst und da oben mal gerade wischst, dass man das sieht, das ist kein Stoff hier, das ist glatt, oder? Das kann man reinigen. Ja, das kann man alles reinigen, abwischen, ist perfekt. Toll. Ich glaube, wenn das eure Chefs sehen, was ihr hier so sagt, das ist perfekt und so, ja, dann gibt es direkt ein Riesenlob. Also große Sitzgruppe ist hier mit drin. Hier oben ist noch ein Stauraum mit eingebaut. Ein toller Kastenwagen. Und jetzt kommt das Highlight. Paulina, ganz neu. Ein Bett, das ist so gemütlich, sagst du, dass man keinen Topper braucht. Man kann natürlich einen reinmachen, aber die Matratze ist so dick. Also das ist jetzt gar nicht so ein Zelt, was ihr irgendwie hast. Immer ein Problem waren die Matratzen. Und wenn du mir die mal ganz kurz anhebst, bitte mal, Paulina, dass wir mal drunter gucken können. Da sieht man auch mal, wie dick die ist. Und darunter ist so ein eingebautes kleines ein Lüftungsteil mit drin, dass die Feuchtigkeit, die da unten drin ist, dann auch rauskommt. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Also an all das habt ihr gedacht, aber die Matratze ist schön dick. Also, das ist hier mit drin. Zwei Leute können hier schlafen, gell? Ja, ganz gemütlich. Da ist wirklich echt ausreichend Platz da oben. Ja, perfekter kleiner, kompakter Campervan für vier Personen. So, wir kommen raus, dann zeigen wir den Preis. Vielen, vielen Dank erstmal, Bianca, dass du uns die Möglichkeit eröffnet hast, was zu tun ist, wenn zwei Frauen auf große Reise gehen. Ja, dass sie sich natürlich dann in einem großen Bad, denn erstmal schick machen für den Stadtausgang und so weiter und so fort. Also für Städtetouren ist das Auto sehr gut geeignet.
Ja, auf jeden Fall, wegen der kompakten Größe. Aber auch, wenn man mal ein Wochenende außerhalb der Stadt genießen will und einfach mal die Ruhe und die Natur bestaunen möchte. So, wir haben es eben schon kurz geübt. Ahorn gibt es selbst an drei Stellen. Wo denn? Nämlich in unserer Hauptniederlassung in Speyer, dann in Frankfurt-Dietzenbach und Mülheim an der Ruhr. So, und ihr habt ganz viele Fachhändler, die sind in ganz Deutschland ein dichtes Netz. Genau, wir haben sehr viele Handelspartner und über unsere Website können unsere Kunden dann auch ganz leicht herausfinden, wo denn der nächste Handelspartner in der Nähe ist. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr Bianca jetzt mal bewertet, Video Nummer 2, du hast heute noch gesagt, nein, vor der Kamera ist nicht so mein Ding, aber ich muss ehrlich sagen, Paulina, sie macht das echt gut, oder? Ja, sehr gut. Ich glaube, sie macht ab jetzt auch alles alleine. Nein, wir brauchen dich noch, ja, dass wir das haben. Die Videos helfen die euch ein bisschen, also dass die Leute nochmal reingucken können, so ein Feeling haben, die vielleicht nicht auf die Messe können. Also kriegt ihr da Feedback auf das Thema Social Media? Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen auch generell im direkten Kontakt Feedback, dass Zuschauer auch dann wirklich zu uns in die Niederlassung gekommen sind und haben dann teilweise auch uns wiedererkannt. Und das ist natürlich auch echt ein schönes Gefühl und das freut uns sehr. Ihr seid sehr nahbar, also das finde ich auch total wichtig. Ihr seid jetzt nicht irgendwelche Leute, ich sag mal so, oft hast du in den automotiven Konzernen natürlich Leute, die im Vorstand sind, die siehst du dann vielleicht auch in Pressekonferenzen, aber hier der Chef persönlich ist auch meistens da, oder? Ja, der ist auf jeden Fall da, genau, die gesamte Messe über die Geschäftsführung. So, dann kommt mal mit, dann zeigen wir das Auto nochmal komplett, der Van 620 Plus, und ich finde ein absolutes Preis-Leistungs-Siegerfahrzeug, was hier da ist, mit Tagfahr-LED-Licht, Aufstelldach und ganz vielen Extras und mit diesem Biturbomotor und dem optionalen Automatikgetriebe, natürlich ein Traum für Mann und Frau und Familie. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss euch beiden. Ciao, ciao.